Herzlich willkommen, hier ist Shirin David. Großen Applaus. Schön, dass du da bist. Guck mal hier, was ich für dich dabei habe. Vielen Dank. Das ist, so geht's. Genau. Wir werden gleich drüber sprechen, was genau passiert ist. Vielen Dank. So, guck mal. Ich mache hier so das zur Seite und dann kannst du dich da so, guck mal. Ist und dann das gemütlich. Nehme ich dir das wieder ab hier. Ein Traum. Wie Dave Grohl. Wie Dave Grohl. Da hat er auch mal so einen Thron. Genau, da hat er das Konzert noch durchgezogen. Du hattest offenbar einen kleinen Unfall oder ist kein modisches Accessoire, sondern... Nee, leider nicht. Es ist bei Dreharbeiten leider passiert. Ja. Ein schön sauberer Knöchelbruch. Ja. Richtig geil. Mann, noch 5 Wochen. Die Band hat sich wahrscheinlich gerade gefragt, wie lange müssen wir den Jingle hier noch spielen. Ja, die haben sich schon so angeguckt. Aber manche Auftritte, muss man wirklich sagen, die brauchen auch Zeit. Weil es ist schon so, du löst eine gewisse Grundbegeisterung aus. Und es ist für die Leute viel gesünder, diese Begeisterung auf eine etwas längere Zeit zu strecken. Mm. Weil sonst kommt es praktisch einem euphorischen Herzinfarkt gleich. Und das ist nie gut. Das heißt, es ist total gut, wenn die Leute sich an das freudige Gefühl gewöhnen können, dass du jetzt da bist. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Du hast, und das möchte ich direkt mal am Anfang, du schonst dich ja nicht. Ne? Das heißt, also es ist jetzt irgendwie so kein Zufall, dass dir das passiert ist. Ich erinnere mich an dich, du bist mal mit so einem Jetski in einem Pool gefahren und so. Ne? Ich hatte einfach Glück. An diesem Tag hatte ich riesiges Glück. Da war wirklich so viel Wasser zwischen mir und zwischen dem Poolrand übrig. Sonst wäre auch was passiert. Ja, hast du das mal gesehen? Ja, es war krass. Das ist eine statistische Unmöglichkeit, dass du danach nicht tot bist. Wirklich, das ist einfach nur Glück gewesen. Das ist wirklich Glück gewesen, ja. Ja. Aber jetzt hast du dann offenbar dein Glück mal ausgereizt. Und so ist es halt, so ein kleiner Denkzettel, ist ja zum Glück nichts Schlimmeres passiert. Aber es ist nicht passiert und vor allem nicht währenddessen, weil das sieht man ja beim neuen Video. Ich darf das, ja. Hast du es gesehen? Ja, sicher habe ich das gesehen. Ja, hat sie gefallen? Guck dir, ja, sicher, natürlich. Guck dir mal, also die Hälfte der Klicks ist von mir. wir gucken uns das jetzt noch mal an, einen kleinen Ausschnitt zumindest mal, denn das ist der neue Song, sehr, sehr gut, Shirin David, ich darf das. Ob ich darf, ja, ich darf das. Pech, ob ich's mach, ja, ich mach das. Echt, ob ich's hab, ja, ich hab das. Recht, immer zu tun und zu lassen, was ich will, ja. Yeah. Ass out, Daisy Dog, keiner sagt mir, was ich darf. Bad Bitch, gib kein Fuck, Baby, ich bin interessant. Ass out, Daisy Dog, keiner sagt mir, was ich darf. Ich möchte zugeben, das geht mir aber mit vielen den großen Applaus. Es geht mir mit vielen Dingen so, dass ich Trends manchmal erst erkenne, wenn, ich sag mal, der Rest der Welt schon schneller war. Ne? Das heißt, ich hab's am Anfang, ich brauchte ein bisschen, um das zu checken. Und jetzt bin ich richtiger Fan. Von Ich darf das? Nee, von allem. Von allem, was du so machst. Ich verfolge das und sobald was Neues kommt, weiß ich das. Mittlerweile gehöre ich zu den Early Adoptern neuer Outputs. Bist du etwa Shirizzle? Shirizzle, jawohl. Ja. So heißen auch deine Fans. Wo muss man sich da so anmelden? So heißen meine Fans. Nee, du bist, allein schon, dass du das gesagt hast, ja? Du bist gerade ein Premium-Shirizzle geworden. Ich bin, die werden dich jetzt lieben. Ich bin ein Premium-Shirizzle. Bitte folgt mir auf Instagram. So, jetzt möchte ich eine Sache machen und ich möchte dich nur fragen, ob das okay ist. Also ehrlicherweise habe ich ja schon alles vorbereitet. Mm. Mir ist das hier unangenehm, dass du hier in meiner Bude hier sitzen musst, wo so viele normale Prominente auch schon waren. Ne, dass die hier da teilweise schon so ein bisschen die Luft weggeatmet haben, das tut mir leid. Und deswegen möchte ich gerne das Interview, was ich vorbereitet habe, möchte ich gerne in deinem Auto führen, weil ich auch scharf drauf bin, da mal mitzufahren. Mm-hmm. Das ist nämlich ein richtig geiles Auto und ich will damit gerne fahren. Können wir das Interview nicht im Auto machen und du fährst und ich laber dich voll?
Finde ich super, selbstverständlich. Ja? Ich bin super cool. Überrascht, dass wir das jetzt machen. Ja, 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 klar, natürlich bist du überrascht. Ich bin auch sehr überrascht, dass alles vorbereitet ist draußen. Vielen Dank, jetzt nochmal schön raus mit den Krücken. So, darf ich einmal hier so? Ja. So, Mutti, so. Wie sehr leidest du darunter, dass dieser Schuh so hässlich ist? Ihr wolltet den noch heute mit Glitzer verzieren. Ich wollte verzieren, aber dann dachte ich, das geht nicht wieder ab und so. Nee, der ist schon sehr ugly. Ich kann ihn nachts zum Glück abnehmen. Ist geiler ganz ehrlich, als die alten Gipse, ne? Die du früher tragen Er sieht nicht groß anders aus als die Yeezys oder das, was Balenciaga momentan so raushaut. Also ganz ehrlich, da hätte es kulturell schwierigere Zeiten gegeben für so einen klobigen Schuh. So. So. Klaas, du bist ein absoluter Gentleman. Ja, vielen, hoffe. Vielen Dank. Krieg ich das hin? Ich mache jetzt hier wieder den Schildkrötenmodus an. Das kann also ein bisschen dauern. Du kannst auch auf Hase umstellen, habe ich da gesehen, ne? Wenn du willst. Hase ist ein bisschen... Wir wollen nichts riskieren. Sollen wir das machen? Nein? Nee, nein? Weiß nicht. Okay, kleiner Spring ins Feld. Wir bleiben bei der Schildkröte. Na gut, wir fahren jetzt raus zu deinem schönes Auto. Super. So. Bis gleich. Ja. Bis gleich, lieber Jakob. Ich bin direkt hinter dir. Ciao. Da nichts passieren. Ich bin direkt hinter dir und du musst aufpassen, es ist blaue Stunde wegen Wild. So, jetzt bin ich ein bisschen hochgegangen mit der Geschwindigkeit. Ja, wenn es eng wird, dann ist natürlich... Wir sind jetzt auf Halbschildkröte gegangen. Okay. Und superschnell wäre Hasenmodus. Nee, nee, pass auf, das Hasenmodus... Das lassen wir lieber. Das lassen wir, wir sind ja auch gleich da. Sind ja super, auch gleich da. Schon ist es geschafft. So, guck mal, wir sind hier bei deinem PKW. So, jetzt könntest du hier mal... Genau, hier ist glaube ich, gut. Und jetzt haben wir die Krücke nicht dabei, aber ich würde dich jetzt... Ich humpel da einfach mal rein. So, warte mal. Vielen, vielen Dank. Warte. So, wow. So. Geht das? Ja, vielen, vielen Dank. Oh, das hast du aber gut gemacht. Das ist schon so ein bisschen integriert, ne? Danke. Sehr gut. So, ich gehe jetzt mal... Das ist ja schon auch geräumig hier, ne? Ja, hier hat man auf jeden Fall Platz drin, ne? So, jetzt Hauptsache nicht blamieren. Nee. Nicht blamieren. Das ist das A und O. Oh Gott, ey, fahr da nicht immer. Die Kante siehst du, ne? Ja, die Kante sehe ich. Ja, nicht, weil du das nicht kannst, sondern weil das natürlich auch ziemlich weit unten ist, diese Steinkante da. Das ist halt ein Schiff, ne? Das ist ein richtiges Schiff, ne? Aber man merkt schon die Souveränität, mit der du das so anpackst, so auch die ersten Meter, daran kann man ja schon erkennen. Meinst du, ich knall da jetzt vorne gegen? Ich glaube, du hast mich gerade zu früh gelobt. Oh Gott, das weiß ich nicht. Dafür kann ich keine Verantwortung übernehmen. Davon erhole ich mich nicht, von dem Schaden, wenn du da jetzt irgendwo auf meine Verantwortung irgendwo gegenfährst. Tut mir leid. Ach, was für ein schönes Wetter. Ja, herrlich, ne? Mhm. Ja, also das Ding ist so groß hier, man hat das Gefühl, hier drin ist ein eigenes Wetter, ne? Ist das so, wofür hast du das Auto so gekauft? Ist das so für Einkaufen fahren oder ist das so für die Stadt oder ist das so, um mal aufs Land zu fahren? Oder? Ich fahre tatsächlich den Wagen nur, wenn ich mich richtig fühle, wenn mein Outfit fresh ist, wenn ich gut aussehe, wenn ich Bock habe. Im Prinzip betrittst du eine Bühne in dem Moment, wo du damit losfährst, oder? Das ist so on point und wir müssen uns anschnallen. Ich bin angeschnallt. Ich habe mich gerade nicht vor Aufregung in der ganzen Sendung nicht angeschnallt. Um Gottes Willen. Wir sind noch auf Privatgelände. Bitte, liebe deutsche Anzeigensteller, ihr braucht jetzt nicht zur örtlichen Polizeiabschnittstelle zu laufen und uns anzuzeigen. Wir sind auf Privatgelände, wir können hier machen, was wir wollen. Wir sind erst gleich auf der Straße. Oh Gott sei Dank. Siehst du, da hat es halt rechtzeitig noch gepiept. Und wow, das war ein Wendekreis wie die AIDA. Ey. Man kann sich das ja nicht immer so aussuchen, ob man jetzt gerade auf einer Bühne sein möchte oder nicht. In dem Fall jetzt hier mit diesem Auto geht das schon. Das ist ja ein schönes Symbol dafür, dass man sagt, hallo, guten Tag, hier bin ich. Ne? Aber was machst du denn in anderen Situationen, wenn du eigentlich keine Lust hast, jetzt die Shirin David zu sein, die halt alle kennen? Was machst du dann, wenn die Leute aber das dann von dir irgendwie so anfordern? Ich bin sie dann, glaube ich, einfach nicht. Ich bin sie dann einfach nicht und die Leute kennen ja auch die Babsi. Mhm. Die wissen ja auch, wer Barbara ist mittlerweile. Ja. Und wenn ich dann halt Bilder hochlade mit noch Maske im Gesicht oder mit ungemachten Haaren, dann wissen die einfach, das gehört dazu. Weil wie gesagt, durch Social Media hast du ja irgendwie die Freiheit, dich auch so zu zeigen, wie du dann auch eigentlich privat bist. Mhm. Und die nehmen das voll, voll dankbar an. Die freuen sich voll, wenn du eben mal nicht so on point und perfekt zurecht gemacht bist. Weil die sehen, ey, die sieht ja, wenn die zu Hause auf der Couch gammelt, genauso scheiße aus wie ich. So, es ist halt einfach, und so, die feiern das auch. Ist das auch so ein Grund, warum du jetzt eigentlich nach schon echt auch langer Zeit wieder angefangen hast, so das zu machen, was du eigentlich am Anfang gemacht hast, bevor du überhaupt Musik gemacht hast, dass du jetzt wieder mehr bei YouTube, wieder mehr
einfach nur so du selber bist, dort sprichst über dies und das. Ist das mit ein Grund, um zu sagen, hinter all dem, was ihr so kennt, hinter dieser ganzen Bühneninszenierung, gibt es aber eben das auch noch? Oder? Das ist genau dafür nämlich gedacht, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass die Leute, wenn du nur dieses fertige Produkt zeigst, gar nicht mehr dahinter blicken können und gar nicht wirklich sehen können, was überhaupt alles dazugehört. Oder wie lange du für irgendwas brauchst, um etwas einzuplanen. Oder wie lange so ein Look überhaupt braucht. Wie lange braucht überhaupt so ein Musikvideo. Ja. Ich arbeite gerade an meinem Eistee. Was gehört alles dazu? Das ist auch ein guter Satz. Ich arbeite an meinem Eistee. Ja, oder? Ja. Ich habe so viele Eistee-Samples und Flaschen zu Hause. Das kann sich nicht vorstellen. Ich kann kein Eistee mehr sehen. Dirty heißt der, ne? Dirty, genau. Ja, aber dass die das einfach mitbekommen, was eben irgendwie alles dazugehört. Und ich glaube, das inspiriert auch voll viele. Irgendwie, weil die sehen, okay, ich könnte das auch machen. Weil so jemand wie sie macht auch ihr Ding und sie kommt daher, wo wir herkommen. Ich kann irgendwie auch daran partizipieren und auch ein Teil sein und mir das selbst aufbauen. Es macht irgendwie Spaß. Dein Video, ne? Ich darf das. Das habt ihr direkt mal zweimal gedreht. Oh Gott. Ich meine, wie kommt man denn auf so eine Idee? Ich meine, ein Musikvideo ist doch wahnsinnig anstrengend. Wieso macht man das jetzt direkt zweimal? Es ist vor allem wahnsinnig teuer. Das war halt der Scheiß. Ich dachte, Geld spielt keine Rolle. Wir fahren mit einem Rolls-Royce. Okay? Reality-Check. Reality-Check? Nee, es war tatsächlich so, dass ich mit jemandem aus der Werbebranche gearbeitet habe. Und ne, so ein Anfängerfehler, aber ich weiß nicht, ob du es kennst, aber Werbelicht ist halt nicht Musikvideolicht. Und es hatte halt zu wenig mit dem Musikvideo, mit dem Song zu tun, weil der ist ja ziemlich aussagekräftig, sag ich mal so. Es hat leider nicht gepasst. Weißt du, manchmal, wenn man zu viel Experimente macht, dann musst du einfach auch das Risiko in dem Moment eingehen, dass es eventuell nach hinten losgehen kann. Es ist nach hinten losgegangen. Mein Manager hat mich verflucht von A bis Z, aber wir haben ein Video. Genau, weißt du, das ist jetzt ein interessanter Punkt. Da sagt jetzt nicht irgendwer aus deinem Umfeld, das machen wir nochmal, das war nichts, sondern da sagst du, Freunde, ich habe dir eine traurige Nachricht zu verkünden. das wird hier so nichts. Ne? Es war genau so. Du bist halt der Chef. Und so ist es eben. Und alle anderen, die können, müssen dann auch sagen, nun, sind wir alle nicht begeistert, aber so ist es dann. Genau. Da machst du die Ansage dann. Genau. Es ist ein langer Weg, bis die das dann auch akzeptieren. Das dauert dann manchmal so 3, 4, 5 Wochen. Lässt dich auch auf die Gespräche ein. Also du gehst den ganzen Weg dann. Du sagst dann nicht, wie so ein Chef, sagst du, so ist es, passt der Tür zu. Sondern meistens weiß ich es am besten und wir kommen dann trotzdem dahin, was ich von Anfang gesagt habe. Aber du musst ja auch deinem Team das Gehör verschaffen und denen ja auch die Möglichkeit sagen, mitzusprechen, weil die haben ja auch genauso daran mitgearbeitet. Dann irgendwann sehen die so ein, es ist wohl so. Und dann wird ein neues Video geplant und dann drücken alle die Daumen, dass das diesmal was wird, oder wie? Ja, und dann hat es tatsächlich geklappt. Wir haben alles, was wir falsch gemacht haben, quasi beim ersten Video vorsätzlich schon mal angewandt, dass es nicht so passiert. Und dann hat's besseres Licht. Besseres Licht. Keine Werbeheinis. Keine Werbeheinis, Leute, die Deutsch sprechen, Leute, die Deutschrap verstehen. Also praktisch, dass man inhaltlich dem besser folgen kann und ah ja, genau, okay. Genau. Sag mal, und grün! Die, Entschuldigung. Kein ist ja peinlich, wenn uns einer anhubt hier. Muss ja nicht sein jetzt hier. Deutsche hassen das natürlich total, dass wenn man nicht sofort bei grün losfährt, dann kriegt hinten jemand bereits vor Wut einen Herzinfarkt. Ich bin aber genauso. Bist du so ein Weghuper? Ja, ich bin ganz schlimmer Weghuper. Ich bin so anstrengend. Mach ich nicht. Ich bin für zügiges Abfahren. Zügig. Nicht rasend, aber zügig. Die sind auf der Straße hier. Ja. Wir haben hier keine Zeit. Ja, also. Ja sicher. Ja, nee, ich verstehe das schon. Ja. Aber du bist so ein langsamer Sonntagsfahrer. Nö, gar nicht. Ich kann schon schnell fahren, aber ich bin geduldig mit meinen Mitmenschen. Ah ja. Ja, wenn da irgend so ein Opa das halt nicht rechtzeitig hinkriegt, dann denke ich mir, komm, nun lass ihn mal. Man weiß das ja auch immer vorher nicht, was da für eine arme Fackel drin sitzt. Ne? Manchmal fährt man dann vorbei und denkt, ja, Herrgott, den hättest du jetzt auch nicht da irgendwie halb ins Krankenhaus hupen müssen. Ne? Jetzt fühle ich mich wie ein Arschloch. Das war nicht so gemein. Manchmal sind es ja auch einfach langsame Arschlöcher, die man da weghupt. Manchmal sind das einfach Leute, wo man sagt, du stehst bei Lebenszeit, ich habe auch nur ein Leben und Zeitwechsel hier auf dem Baum. Vorsicht! Meine Güte nochmal. Wie findest du mein Fahrstil so bisher? Finde ich eigentlich ganz gut. Achso, ja, stimmt, das ist wie im Kino. Ne? Einer schiebt den anderen irgendwann weg. Das ist so ein Verhalten aus dem Tierreich. Ne? Genau. Sag mal, dein neues Album hast du hauptsächlich auf Gran Canaria aufgenommen. Ne? Und dann habt ihr ja da alle zusammen in so einem Haus gewohnt, ne? Ja. Und wie ist das so, wenn du so, ich glaube, mit 6 Typen hast du da in einem Haus gewohnt und auch echt eine lange Zeit? Ein Monat war es. Ein Monat? Mhm.
Was für eine Rolle nimmst du ein in so einer Lebensgemeinschaft dann? Wer bist du da? Boah, das ist eine gute Frage. Ich bin wahrscheinlich die sehr entspannte, aber auch sehr motivierte Shirin. Da hast du dich also wohlgefühlt? Nee, ich habe mich super wohlgefühlt, weil wir sind ja nicht das erste Mal jetzt auf Klassenfahrt oder so, weißt du, mit 15, 16, wo ja, du dich nicht weißt, wie du dich benehmst. Ja, Apfel trinkt und dann durchdreht. Och, ja, klar. Das war eine geile Zeit, aber nee, das war tatsächlich super entspannt. Weil, guck mal, es gibt ja Leute, die haben irgendwie so ein normales 9-to-5-Leben und wenn die in den Urlaub fahren, dann muss da richtig was passieren. Boah, ja. Wie ist das bei dir, wenn du Urlaub machst? Was für eine Art muss das dann sein? Das Problem ist, dass ich nie diesen Ekstasenurlaub machen kann, weil erstmal habe ich die Priorität, mit meiner Familie in Urlaub zu fahren, okay? Also kennst du bestimmt auch. Ich muss dann mit Mama oder mit meiner Schwester einmal in Urlaub fahren. Was heißt, ich muss? Ich habe da natürlich auch Lust drauf. Wo fahrt ihr denn hin und so? Wir waren zum Beispiel nach meinem ersten Album, war ich mit Mama auf Mauritius. Ah. Das erste Mal. Sehr gut. Au. Kann das sein, dass ich dir den Urlaub ein bisschen versaut habe? War das der? Meinst du, als ich auf Mauritius war und ich über Nacht gesehen habe, dass Shindy bei euch in der Show war und ich einfach... War das der Urlaub? Das war der Urlaub. Du schuldest mir nämlich safe noch einen Urlaub. Oh. Mein komplettes Twitter war zugespammt. Meine DMs waren full. Shindy hat gerade geantwortet. Shindy war gerade bei Late Night. Ey, Schirre. Alles schön und gut, Mann. Ja, Gold, Platin, bla bla. Herzlichen Glückwunsch, Mann, aber... Egal, was du glaubst, dazu tun, ich glaube nicht. Und ich komplett aus meiner Wellness-Oase aufgesprungen an mein Handy und konnte es nicht fassen, was ich mir da für einen Spruch da reingedrückt habe, beziehungsweise der Shindy. Eine Woche nach mir lädst du den ein, ja? Ja, Showbusiness. Sag mal, mit Shindy hast du dich aber wieder vertragen jetzt, ne? Wir haben uns tatsächlich vertragen, ja. Ja, du hast mir sogar was zum Geburtstag geschenkt, habe ich gehört. Er hat auch mir vor allem was zum Geburtstag und was geschenkt. Und darfst du sagen, was hast du gekriegt? Ich habe eine riesige Louis Vuitton-Box bekommen, ja, wo ein Musiklautsprecher drin ist. Also es ist ein Lautsprecher, so eine richtige Musikbox. Aber original oder? Original von Louis Vuitton. Okay. Ist aber anständig dann, ne? Ist anständig. Und was hast du ihm geschickt? Ich habe ihm ein komplettes La Prairie Skincare-Set geschickt. Oh, das ist auch so arschteuer, ne? Aber er meinte, er ist lately so into Skincare und mit diesen kleinen Kaviar-Spachteln, die man sich dann so auftragen kann. Das findet er gut, ne? Das findet er super. Deswegen, ich finde es super wichtig. Also bei Boys, wenn die Skincare machen, klar, ich finde das richtig on point, wenn die sich darum kümmern. Ja, ich habe auch schon mal Bodylotion benutzt. Im Gesicht. Ja, auch feine, ja klar. Oder meinst du, ich nehme jetzt für die unterschiedlichen Stellen in meinem Körper unterschiedliche Creme oder was? Nee. Also wie viel Zeit soll ich denn noch alles aufbringen? Oh mein Gott, ach, manchmal wünsche ich mir auch, ich wäre einfach ein Mann. Ja, guck mal, was ich für eine tolle, guck mal, ich habe doch eine astreine T-Zone. Nee, du hast aber wirklich eine reine Haut. Ich habe sehr gute Haut. Du hast wirklich Weil meine Haut weiß gar nicht, dass es diese ganzen Cremes gibt. Weißt du, das ist wie jemand, der was nie hatte, der wird es auch nicht vermissen. Das sagt meine Mutter auch immer. Meine Haut weiß nicht von der Existenz. Die denkt, Bodylotion ist das Beste, was es gibt. Voll mit Parabenen, Sulfaten und Alkohol. Ist so gesagt, nicht so laut, soll die gar nicht wissen, die Haut. Da muss man nicht so der alles erzählen. Na, du hast ja recht, man muss sich schon um sich kümmern, aber ich sag mal so, also... So, dass es schnell geht morgens. Ja, also wenn ich da jetzt mit so einem kleinen Spachtel da anfange, ne, also da kriege ich auch soziale Probleme zu Hause. Oh, Polizei. Ah, komm mal, die hauen wir weg mit ihrem Opel Corsa, ne? Die schieben wir einfach so irgendwie in den Graben hier, oder? Wenn wir wollen. Ich weiß nicht, ob die uns auf den Kick haben, weil ich die ganze Zeit so 30 km/h fahre. Ja, die sollen den Maul halten. Ja, ernsthaft, oder? Ich meine, also... Die haben ja in Berlin wirklich andere Probleme gerade. Die sollen ein paar Corona-Leugner fangen und uns in Ruhe lassen. Ne? Das stimmt. Ja. Bei all dem, was du so machst, musst du ja mittlerweile... Oh, Bus. Musst du ja mittlerweile... Hast du nicht vorhin gesagt, du bist ein super entspannter Autofahrer. Ja, der kam da so angeschossen. Das sind ja nicht immer nur wir, das sind ja auch die anderen, vor denen man Angst haben muss. Ich bin eigentlich ein entspannter Autofahrer. Und ich finde, du fährst auch super. Also, Vielen Dank. Ich finde wirklich, dass du super fährst. Ich kann nur das Auto schlechter einschätzen als du. Du fährst manchmal für meine Verhältnisse ein bisschen nah an was ran. Das ist aber wahrscheinlich dem geschuldet, dass du das besser einschätzen kannst. Hm. Was ich gerade sagen wollte, ist, dass du ja mittlerweile, also ja eigentlich schon seit einer ganzen Zeit, aber... Immer mehr werdend eigentlich jede deiner Tätigkeiten oder auch deiner Aussagen musst du ja eigentlich schon auch immer so mitdenken, dass du eine gewisse Verantwortung trägst für jüngere Mädchen oder Frauen oder auch Männer, ja, die sich also an dir orientieren und dich so ein bisschen zum Vorbild nehmen, egal ob du das jetzt sein willst oder nicht.
Spürst du diesen Druck, dass du auf einmal so ein Role Model bist für so eine Generation von selbstbestimmten jungen Mädchen und Frauen? Erstmal ist es, glaube ich, nicht unbedingt ein Druck, weil das ja auch alles so natürlich entstanden ist. Mhm. Aus einer natürlichen Haltung, die ich eh sehr gerne vertrete. Ja. Ich merke nur, dass ich viele Dinge absagen muss, weil viele Dinge nicht mehr vereinbar sind mit dem, was ich sage. Mhm. Zum Beispiel Leute, die jetzt noch nicht so in dieser neuen Welle sind, von was eben politisch korrekt ist und was nicht. Das, was immer wichtiger wird, ist auf andere zu achten. Im Rap ist ja so vieles scheißegal. Die machen einfach, worauf die Bock haben. Die verstehen auch nicht, dass man umdenken muss oder sich weiterentwickeln muss oder dass es nicht cool ist, bestimmte Gruppen zu beleidigen. Also, weißt du, was ich meine? Ja, klar, absolut. Und du musst halt einfach mehr absagen und mehr einfach nicht machen. Das ist das Einzige. Die verstehen es auch meistens immer nicht, warum du das dann nicht machen kannst oder warum du dieses Feature nicht machen kannst oder warum du da nicht teilnehmen kannst. Aber es ist einfach nicht mit dem vertretbar, wohinter ich stehen möchte. Und das ist einfach das Einzige, was eigentlich, wo ich merke, dass sich das so ein bisschen verändert. Du hast wahrscheinlich hinter den Kulissen mehr Konflikte, als man so denkt, eben weil du, naja, weil dir dann wahrscheinlich auch so eine Illoyalität vorgeworfen wird oder oder so eine Undankbarkeit. Ja, genau. Ne? Also genau, also ich habe dir doch auch geholfen und warum machst du das jetzt nicht und so. Ne? Genau. Dabei geht es dir eigentlich nur darum, so die Gegenwart in diese Kultur zu tragen, die da vielleicht noch nicht überall angekommen ist. Ne? Genau. Rot. So. Was ich dachte, bist du misstrauisch, wenn du irgendwas Neues rausbringst und dann gibt es keine hitzige Debatte darüber? Boah. Also auch keinen Shitstorm oder so. Voll. Stell dir mal vor, der Shitstorm bleibt aus. Grün? Ja, ist grün, ja. Aber wie gesagt, ich wollte entspannt bleiben. Stell dir mal vor, der Shitstorm bleibt aus. Bist du dann nervös? Voll. Ich finde es ganz schlimm, wenn ich super viele Daumen hoch habe und ganz wenig Daumen runter. Ich frage mich immer, was ist passiert? Ist es jetzt irrelevant? Haben die Leute jetzt nichts mehr, woran die sich aufhängen können? Ich rufe dann wirklich beim Management an und sage, was ist da los? Warum haten es so wenig Leute? Und das beunruhigt mich total. Ja, ja klar, wenn du es anders gewohnt bist. Ja. Irgendwas stimmt da nicht. Deswegen. Das war aber eine schöne Fahrt mit dir. Vielen Dank. Ich fand die Fahrt mit dir auch echt schön. Ja, ich war noch ein entspannter Beifahrer. Klar, haben wir unsere eigene Auffassung über manche Sachen im Straßenverkehr? So? Das wird auch wohl so bleiben. Aber hast ja gesagt, ja, Saga findest du ja nicht gut. Also so ein bisschen darf ich durchaus auch sagen, wenn ich das Gefühl habe, ist ein bisschen eng, wo wir da gerade langfahren, ne? Genau. Ja. Lass ich dich hier raus oder oben? Also wenn du Lust hast, kannst du mich noch hochbringen. Oh Gott, ich hab gehofft, dass du sagst, nein, weiß ich nicht. Bist du so an der Ecke Rauslasser? Nee, oh Gott, ich hasse es. Es gibt doch so Leute, wo ich immer denke, du hast ein Auto, fahr mich doch nach Hause. Das ist so respektlos. Ja, ich wohne wenn hier du mit mir nicht Auto da hinten. Fährst, dann bis vor die Tür. Du wolltest mich gerade dabei den Altpapier rauslassen. Nee, ich wollte einfach dich dann beim Altpapier rauslassen, weil ich dachte, die Produktion will dich beim Altpapier rauslassen. Nein, ich muss die Sendung jetzt weitermachen. Es kommt noch Bill Kaulitz, Jan Delay und so weiter. Super. Ich habe ja noch nicht Feierabend. Und die haben nicht so ein geiles Auto. Mit denen muss ich da wieder da sitzen und die dann befragen, was die so. Na, komm, kennst du ja. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich wünsche dir alles Gute mit deiner Verletzung. Das wird schon werden. Es war sehr angenehm, wie immer. Ich bin Fan von dir. Oh. Und bis bald, ne? Vielen Dank. Danke Tschüss. Für die Einladung. Bis bald. Bleib gesund. Ja. Dankeschön. Ach, das geht ja in die andere Richtung auf hier. Peinlich, wenn man das nicht so im Blut hat. Ne? Es ist in Monaco, lachen die wieder. Tschüss. Ciao. Ciao. Shirin David. Sehr gut.